Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt mindestens eine genauso geile Latte wie ich am Start. Und ja, heute gibt's mal wieder den Emperor Alligator. Ach, ein Geschenk der Götter einfach. Ja, den Imperator spielen wir, aber heute spielen wir den Imperator dann mal ein bisschen anders. Und zwar auf Turbo Bird, so heißt meine Runenseite. Und zwar mit Ignite natürlich, mit Electrocute und perfider Trick und diese ganzen aggressiven Runen. Das heißt, unser Ziel ist es hier, gegen diese Diana einen Early Kill zu erzielen. Beziehungsweise die Turbo Bird Seite habe ich jetzt schon ein paar Mal gespielt und ist unglaublich stark im Early Game. Also, ja, ne, also dafür Asia unglaublich stark, ne. Also jetzt nicht unglaublich stark Akali-mäßig so oder vielleicht so, ne. Aber hat schon seine gewissen, gute, hier müssen wir sie natürlich so ein bisschen poken. Sie hat Bone-Plating-Dings-Teil dabei, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht zu viel Damage reinhauen. Und ja, wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir sie töten. Ne, das heißt, wir müssen sie wirklich runter poken. Diese Runenseite, wenn du halt weißt, yo, hey, ich kann die Laning Phase gewinnen, dann finde ich sie sehr, sehr gut. Wir können nämlich jetzt, wenn sie einmal rankommt, mit W-Auto-Tech, Q-Auto-Tech hier richtig schön einen Electrocute-Proc raushauen. Ja, sie will ja hier vielleicht auch nochmal. Wir müssen aber auch echt auf Javan aufpassen, weil wir pushen gerade Giga-mäßig hart rein. So, wo wird Javan? Der könnte jetzt vom Red kommen. So, das heißt hier so ein W-Auto-Tech, Q und Auto-Tech, Electrocute. Ist ein netter Proc, hier nochmal ein Auto-Tech bei. Hier nochmal ein Auto-Tech, hier nochmal ein Auto-Tech. Ist schon ein ganz netter Schaden. Und da kommen wir mit unserem Ignite auch absolut dabei. So, ich denke, Javan wird jetzt beim Blue Buff sein. Weil wenn er beim Red gewesen wäre, dann hätte er jetzt gegankt. Beziehungsweise, wenn er ein Level 2 Gank machen würde. So, ich denke, wir machen noch einen Punkt. Ah, das ist jetzt, nee, okay, Javan ist da sehr gefährlich. Wir können hier aber, okay. Nee, Olaf ist leider nicht da, sonst hätte man hier was machen können. Ich könnte aber, ich bin ein aufmerksamer Vogel. Ich wäre da, allerdings kommt Dirne auch und ich glaube, das lassen wir dann hier einfach mal. Okay, wir haben wieder Electrocute, wir müssen weiter, wir verlieren jetzt leider ein paar Minions, das kriegst du zurück. Okay, das ist jetzt ein bisschen unglücklich, aber Electrocute, wenn das Schild weg ist. Elektro, okay, das ist heavy, what the fuck, wie lange hält denn das Schild bitte? Das ist ja komplett dumm. Wie lange hält denn das Schild bitte? Hörst du jetzt auf? Hör jetzt auf. Okay, das Schild hat er einfach 12 Jahre, what the hell, damit habe ich jetzt nicht ganz kalkuliert. Das ist aber okay für mich, weil ich habe den Ignite-Vorteil. Das heißt, wenn wir, sag ich mal, traden, profitiere ich da mehr von, weil ich kann sie töten. Sie mich wahrscheinlich nicht, außer sie geht jetzt gleich mal shoppen. Okay, sie ist, ja, was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen, außer dass mein Jungler wieder runterrennt, aber... Och, Leute! Warum ist es eigentlich immer mein Jungler, der runterrennt? Und jetzt teleportiert sie, immerhin hat sie nicht den Kill bekommen. Ich könnte, passt auf, ich kill sie. Sie stirbt halt echt nicht. Oh, naja, war das worth? Ah, ich glaube nicht. Vor allem, weil sie Teleport hat und ich jetzt hier sau viele Minions verliere. Aber ich musste jetzt hier auch mal ein Zeichen setzen. Ja, och Mann, wieso ist das denn immer mein Jungler, der komplett runterspringt? Das ist ein bisschen unglücklich. Ich mache jetzt kein großes Auge und wir machen auch kein Fass auf. Müssen natürlich jetzt ein bisschen gucken. Ist unglücklich gelaufen, aber mit dieser Rundseite kann man auf jeden Fall wirklich viel Power ins Game reinbringen. Wir müssen natürlich jetzt gucken, bei Diana. Wir haben den Vorteil, dass wenn sie später Level 6 wird, sie auf mich engagen wird. Und dann nehme ich einfach die Wall, dann nehme ich einfach Diana und schiebe sie woanders hin. In meinen Turm am besten. Das ist der Plan. Botlane 2-0, sehr gut. Es hat jetzt aber schon wieder richtig viele Leute gegeben, die sich darüber aufgeregt haben. Wow, nice Gank, wow, Report Olaf, wow. Ne, ich habe gar nichts geschrieben, Leute. Wie viel habe ich geschrieben? Gar nichts geschrieben. Weg. Dieses Schild, das hält einfach 12 Tage lang. Das ist richtig schlimm. 12 Tage am Stück. Sag mal, was soll denn das? Wir warden mal hier. Wir könnten natürlich jetzt mit Olaf, ich könnte sie Baity-Baity machen. Hier. Oli-Oli. Okay, das ist ein bisschen zu offensichtlich. Boah, das Dumme ist, sie kann mich halt jetzt jederzeit anspringen. Wir müssen also einfach mal so einen kleinen Poke machen. Einfach nur so einen Poke. Und dann wieder weggehen. Nee, dann gehen wir wieder weg. Und das machen wir jetzt einfach die ganze Zeit. Bis sie... Okay, ich meine, es macht halt keinen Schaden, aber... Auto-Attack. Bleh. Okay, sie ist Level 6. Sie ist ein ganzes Level über mir. Also wir müssen jetzt gigamäßig aufpassen. Ne, sie ist Level 5. Okay, hey, ich bin dumm. B, Auto-Attack, Q. Kein Auto-Attack. Geh weg mit deinem riesigen, gewaltigen Schild. Hier, nimm den und nimm das. Geh weg, du mit deinem gewaltigen... Nimm den und nimm das. Ja, Leute. Ja, okay, sie ist jetzt Level 6 geworden. Jetzt ist Holland in Not. Ganz groß in Not. Die machen gerade Inferno Drake. Ich trust einfach, dass ihr das macht.
Weil wenn ich dahin gehe, kommt Diana auch dahin. Und das wollt ihr nicht. Okay, sie geht auch so dahin. Aber ich brauche jetzt dringend Level 6. Ich bin Jahre von Level 6 entfernt, aber ihr schafft das. Okay, sehr gut. So, wir müssen jetzt nur Level 6 werden, warten, bis sie aufwächst, hindert sie in den Tower hauen und free win-win. Sehr gut. Das ist, wo ich mich sehe, das ist, was ich mache, das ist, was werden wird. Gib. Ja, wie viel? Okay, ich meine, sie hat Teleport und ich habe halt 12.000 Minions verloren. Wir können sie ja schon mal ein bisschen poken. Schön. Ne, seht ihr das? Also, es macht halt Schaden im Vergleich zu Asia normalerweise, ne? Weil normalerweise macht Asia einfach kein Damage, muss man einfach so sagen. Er wird ja jetzt nochmal gebufft, aber ja, ich denke mal, die einige von euch haben das Video ja gesehen. Ich bin jetzt nicht giga begeistert von den Buffs. Es ist nett. Ne, geschenkte Soldaten schaust du nicht im Maul. Aber so ganz appreciate natürlich nicht. So, sie geht shoppen. Gut, was machen wir? Wir könnten jetzt roamen. Top Lane ist Mundo, Bot Lane ist möglich. Wir gehen auch einfach shoppen. Counter shoppen nennt sich das Ganze. Wir gehen als erstes auf Nashors Zahn. Frage ist, ob wir... Ne, wir gehen keine Schuhe, glaube ich. Wir gehen... Wir müssen jetzt schon, weil wir wollen sie ja töten. Schuhe machen keinen Schaden. So. Ne, ich habe ja auch Mana-Fluss mitgenommen. Das haben wir gleich durchgesteckt. Mana-Fluss, wenn man Mana-Fluss scout, dann würde ich kein Luns gehen oder sowas. Also ich teste ja aktuell noch sehr, sehr viel. Wir stehen 1-1. Das ist okay. Ich meine, ich scale ja auch besser als sie ins Game, würde ich sagen. So, ihr Schild warten. Kanonawest mitnehmen. Alter, ihr Schild, ohne Witz, Leute. Wie lange hält denn das? Das hält doch locker 4 Sekunden oder so. Wir könnten sie jetzt schaffeln, aber bevor wir sie schaffeln, ich muss aber aufpassen, dass sie mich nicht einfach one-shot. Aber ich kann ihre Ultern ja auch wegschieben, ne? Das ist voll gut. Also bevor wir da irgendwas schaffeln, müssen wir sie echt mal ein bisschen poken. Bin ich ein insaner Spieler? Also, sie hat keine Ult mehr, allerdings sterbe ich jetzt. Bitte nicht. Oh Gott, kurz Angst gehabt. Ich habe sie halt direkt weggeschoben. Also ich wusste, dass sie jetzt springt. Ich habe meine Ult, bevor sie gesprungen ist, gemacht. Weil ich ein insaner Spieler bin. Hier, Gank jetzt. Die killt mich sonst. Ich krieg ein Ja, ich glaube, so viel Schaden mache ich actually nicht. Mit Ignite vielleicht, aber sie hat ja auch noch ihr 12-Kilometer-Schild. Da habe ich ein bisschen Respekt vor vom 12-Kilometer-Schild. Vielleicht engaged sie mich aber. Könnte sein. Ja, vor allem jetzt. Sepelitari. Ist aber auch ein Matchup hier, Leute. Aber man muss sagen, wenn es so bleibt, ich gewinne. Weil ich scale besser ins Game als sie. Würde ich einfach so behaupten. So frei wäre ich da. So, wir könnten jetzt den springenden Schlag Ignite Lord machen. Vielleicht kriegen wir uns noch schnell reingepusht. Scheiß auf Minions. Oh, sie ist immer noch da. Okay, dann... Dann mache ich jetzt den fliegenden Ignite Shuffle into die. Into Flash. Into die. Into fly. Fly into die. Later! Bitte brennen, 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 bitte brennen, 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 bitte brennen, 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 bitte brennen, brennen, brennen. Was? Was doch mal. Aber pass mal auf, wir machen jetzt die flinke Kanone, so nenne ich sie. Okay, ist okay. Ja? Aber ihr Schild, Leute, was ist denn das mit dem Schild? Da ist doch irgendwas auf Basis, auf irgendwelchen Basen. Da muss man mal, da muss man wirklich mal ein ernstes Wörtchen drüber reden, über das Schild. Okay, ich meine, sie hat auch einen HP-Stein und ich meine, das Schild scaled jetzt mit HP. Ich meine, okay, sie hat einen HP-Stein. Alleine deswegen hat sie auch schon viel HP. So, aber das ist okay. Ja, normalerweise, wir müssen ja auch nochmal kurz drüber reden. Klar, sie hat Teleport, dadurch hat sie... Oh, no, 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 ich könnte einmal springen. Later! Tschüss! Ich hab gleich eine W. Ich hab bitte keine Fahne. Fahne ist nicht erlaubt. Keine Fahne. Bitte keine Fahne. Bitte keine Fahne. Hier. Oh! Okay, jetzt töten wir ihn. This is Asia, best Asia. This is Asia, smartest Asia. This is Asia, flyest. Ich bin der flyeste am ganzen Himmel, Alter. Schön. Also, um nochmal kurz auf das Matchup zurückzukommen. Normalerweise bin ich ja der, der auf die Fresse kriegt. Sie ist Assassine, ich bin Scale Lord. Star Lord, Scale Lord, Fly Lord. Aber. Ist hier nicht so der Fall. Weil ich verprügel. Ja, also ich verprügel sie. Ja, wir verprügeln uns gegenseitig. Ich prügel sie auch schon. Und ich glaube, Conqueror wäre nicht so geil. Gerade für diese Burst-Momente, für diese die fliegende Ignite-Kanone hier. Da ist halt wirklich Electrocute besser. Ne? Wir sehen 350 Damage, das ist mehr, als ich mit meiner Ult 5-mal mache. Da, was geht hier in der Mitte? What is going up here? Auto-Attack, Q, Auto-Attack. Wir brauchen natürlich jetzt noch ein bisschen AP, damit auch unsere Spells... Ah, sie macht einfach negativen Schaden. Man kann es nicht anders sagen, Leute.
Kannst du bitte sterben? Und ich nicht? Danke, cool. Danke, danke, danke. Das ist auch, was Diana überhaupt nicht mag. Und das werde ich auch immer nicht an ihr Magen mögen, Magen. Weil sie ist einfach, sie geht rein und dann ist sie tot. So, sie hat nichts, was sie machen kann in ihrem Leben. Guck mal, an dem machen wir richtig Schaden. An Diana nicht, weil Diana einfach ein Turbo-Tank ist. Aber an anderen, ne? Also hätten wir jetzt nicht so Turbo-Tank. Ich meine, sie hat diese grüne Runenseite. Sie hat das hier. Und sie ist Diana. Wenn ihr diese Runenseite gegen Six spielt, dann explodiert der. Oder gegen Orianna oder gegen irgendwas. Ihr macht wirklich Schaden an die Gegner. Und die Gegner denken auf einmal, hä? Wo ist er? Moi. Wir können ja gleich mal Botlane ganken. Dann zeige ich euch meine Damage-Compilation. Hier so eine Senna. Eine Senna, Ina Zachella. Oder da eine Drittstana. Ja, Leute, ich nehme eben die Platte hier. Ja, ich komme. Ja, auch so ein Jarvan, ne? Er hat auch keine Magieresistenz, der Brudi. Jarvan sagt schon later. Ist auch gut. Guck mal, ich könnte ihn jetzt halt... ich könnte ihn erstmal slowen. Und dann machen wir den hier rüber. Und töten. Und jetzt sterbe ich leider, weil ich ein bisschen zu aggressiv war. Len, Asi, ich bin fly. Hier ist ein Slow. Na, ah, okay. Ja, aber ich wäre wahrscheinlich eh gestorben. Ja, ist okay. Ist okay. So. Ich würde sagen, wir machen mal eben Magic Pencho, damit wir ein bisschen schneller sind. Weil ich habe das Gefühl, ich bin zwar ein Vogel, aber ich fliege nicht. Also, außer wenn ich halt wirklich fliege. Eins, zwei, fünf, Mann. Ich bin aber auch einfach ein Support-Lord, ey. Aber das waren jetzt nicht... Das waren fünf gute Assists, muss man sagen. Das sind nicht so, ja, ich habe ein Auto-Tech gemacht hier, ein Auto-Tech gemacht da, sondern das waren fünf vollwertige Assists, möchte ich sagen. Also ja, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber... Nice, wir kriegen gleich 10% CDR, dann sind wir bei 20%. Dann noch 10% durch Nashors. So, wen haben wir denn hier? Mundo. Mundo, Ghost. Guck mal, wie wenig Schaden die Q einfach macht. Macht die eigentlich überhaupt Schaden? Ich glaube, die Q macht legit genauso viel Damage wie ein W-Auto-Tech. Wenn das gemaxt ist. 170, naja. Aber man muss halt fairerweise sagen... Alter, ich krieg so wenige Minions. Man muss halt fairerweise sagen, dafür macht es hat's halt eine ganz gute Reichweite, ne? Muss man einfach akzeptieren. Bitte gehen Sie fort. Gute Axt. Gehen Sie bitte fort. Danke. Ja, was ist das jetzt hier? Mundo Midlane oder was? M&M. Boah, ich muss jetzt auch mal Botlane gehen. Oder ich muss irgendwo... Ich will jetzt auch mal Noobs töten. Zerstören, smashen. Wo ist Diana eigentlich? Ist sie unten gestorben oder so? So, wir können... Platten sind jetzt leider weg. Das heißt, die Lane ist jetzt scheißegal. So, da ist Dirne. Guck mal, pass auf, ich mache ein Choufflé. Ei, Choufflé. Ich glaube, er macht gerade Dragé. Ja, Dragon. Allo Dragon macht er gerade. Machen wir hier erstmal ein Wort. Okay, dann, das ist aber auch okay. Dann gehe ich hier zum Choufflé. Zum Dragon, meine ich. Sie hat auch, glaube ich, keine Vision. Hier ist eine Banane. Für ihn. Und jetzt könnte ich ein Choufflé initiieren. Quasi. Wir machen einfach hier so eine W hin. Gehen weg. Fliegen dahin und drücken Ult. Zack. Sie kann springen, aber... Ja, nee, lassen wir so. Sie kann springen. Kein Aber. Ja, ist okay. Aber ne, da seht ihr. Aber da seht ihr. Sie muss halt sofort flashen, weil sie einfach ein Opfer-Chat ist und nichts machen kann. Und ich einfach null Minions bekomme. What the fuck, Alter. Ich bin der schlechteste Minion-Farmer auf diesem Planeten. Nee, das glaube ich nicht. Das nehme ich wieder zurück. Vielleicht der schlechteste vogelische Minion-Farmer. Wobei, es gibt Anivia. Boah, nee, dann spielt man Anivia, Leute. Anivia bis Level 6 ist eine Katastrophe. Ja, ich weiß nicht. Sie ist halt einfach mit ihrem Rodney da, die ist halt einfach Full-Tank, Leute. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich meine, ich scale und so, aber... Gut, war das nicht ihre Ult? Das war schon ihre Ult. Ja, sag mal. Ja, guck mal hier, Flash. Ne, das war schon ihre Ult, das war schon. Die Show ist beendet, the stage is mine now. Ich würde halt super gerne mal Nashors zu Ende fahren, bevor ich shoppen gehe. Ich habe aber kein Mana mehr.
Ja. 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 Gib mir die Minions. Gib mir die Minions. Ist das der erste Turm, der stirbt? Nee, Oddlane ist schon weg. Oddlane. Alter, ich stehe 1, 2, 5. 1, 2, 5. Ich will doch Gerin. Aber vielleicht Gary später, Leute. Könnte es... Oh, warum? Ja, und jetzt gib, und jetzt gib, und jetzt gib. Ich habe überhaupt keinen Mana, Leute. Überhaupt keinen Mana. Hier ist ein Turm erstmal. Ich habe halt überhaupt keinen Mana. Ich bin für sowas nicht vorbereitet. Ich hätte eine WQ. Eine WQ hätte ich. WQ, eine WQ. Ja, mehr habe ich nicht, Leute. Das könnte für Senna reichen. Wenn ich ein W nehme, W Autotech, Q Autotech, könnte für Senna reichen. Aber nur für Senna. Oder wir warten auf ein Soufflé. 100, 170, 270 Mana. Dann könnte ich sie in den Tower reinschufflieren. Senna spielt hier schon mit dem Feuer. Aber ich, im Endeffekt sterbe ich wieder. Aber ich hätte Bock. Soldat dahin. Komm her. Ah, nee, das ist zu viel. Das ist zu viel. Ich bin raus. I'm out. Okay, cool. Ja, schade, Marmelade. Aber wir haben jetzt genug Geld für unseren Naschos. Ja, ja. Ich finde Asia scaled ganz komisch. Ich weiß gar nicht, wie Asia scaled. Also, er ist im Early Game relativ stark, beziehungsweise nervig stark. Er kann ganz gut poken. Er bringt zwar meistens Gegner nicht um, aber kann gut poken. Im Midgame ist er giga weak irgendwie. Und im Late Game wird er aber, weil also im Mid Game wird er, glaube ich, deswegen schwach, weil man zum einen Attack Speed baut und keine AP großartig und weil man, ja, weil die Spells einfach überhaupt keinen Schaden machen. Und du brauchst halt AP und Attack Speed. Du hast eins davon meistens. Und im Endgame wird er dann stark. Jetzt zum Beispiel, klar, also ich habe jetzt 4 Attack Speed, aber meine AP ist halt, keine Ahnung, ich habe 100 so. Aber im Endgame wird er wieder richtig stark. Aber ich weiß auch nicht, ob er wirklich ein Giga-Late-Game-Champ ist, wenn ich ehrlich bin. Mal, hier machen wir ein bisschen Damage, ist nett. Machen wir nochmal ein bisschen Damage, machen wir nochmal ein bisschen Damage. Wer ist hier? Senna, müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich könnte natürlich hier einen geilen... Okay. Okay, den nehmen wir mit. Ich hab nicht mal... Hallo, Hilfe! Hallo! Er geht weg! Oh mein Gott. Oh, hier ist noch was, cool. Der Krater, der hat mich richtig gegett. 1, 2, 8! Full Support Asia oder was? Oh, hier unten geht noch was. Full Support. Guck mal hier auch Olaf, Leute. 7-1. Passt mal auf. Was wäre gewesen, hätte ich ihn am Anfang geflammt. Ich hätte gesagt, wow, Olaf. Your gang's so bad. Delete, lol. Your mother. Wears pink socks. Also Socken. Ne, nicht das. Aber, ne, oder. Irgendwas. Ne, und dann hätte ich ihn geflamed, dann hätten wir getiltet und dann wäre ich gestorben, weil ich am Schreiben bin und dann wäre er gestorben, weil, oder er wäre AFK gegangen oder er wäre am Tilten gewesen. Habe ich nicht gemacht. Deswegen ist, nur deswegen ist er jetzt 7-1. Eigentlich können wir jetzt diese 7 Kills hier wegnehmen und da drauf machen. Also ich stehe 8-2-8. Wie gut stehe ich eigentlich in diesem Game, Leute? 8-2-8. Also das kann man schon sagen. 8-2-8 ist schon eine ganz gute Leistung für Asia. Eigentlich. So, eine Wave würde ich noch mitnehmen, weil ich habe überhaupt nichts, Alter. Oh Mann. Gehen Sie bitte fort. Bitte gehen Sie fort. Ja, also, nee, ich bin raus. Wie viele Drachen haben wir? 2, cool. Ja, ich meine, ich kann nichts kaufen, was soll ich machen? Aber ich habe auch kein Leben. Was soll ich machen? Gunblade. Wir können jetzt natürlich nur einen Ludens kaufen, weil mir fehlen 10% CD, aber ich glaube, wir machen das so. Wir machen das und jetzt gehen wir Rabadon. Ich glaube, also wir könnten... Wenn es wirklich drauf ankommt und ich richtig gefokust werde, ein Stundenglas kaufen gegen Diana, dann kann Diana überhaupt nichts mehr machen. Richtig useless, der Champ dann. Oder, ja. So, wen müssen wir denn töten? Eigentlich hinten alle von denen. Mundo ist noch relativ strong. Senna hat die meisten Kills. Diana und Senna sind so die. Wobei die alle natürlich noch Comeback-Möglichkeiten haben, denke ich mal. Ich mache jetzt einfach, okay, wenn ich nicht der Carry, also, ja, ich könnte jetzt auch einfach einen Carry-Shuffle machen und zeigen, hey, Leute, ich bin Teil dieses Teams. Hier ist ein Ward, jetzt verrät uns das ein bisschen, aber es kann sein, dass sie das schon gesehen haben. Möglichkeiten sind da. Oder die farmen einfach mit Lane, geht auch. Gib mir den, ja, genommen. I one-shotted this Tristana so hard. That my team gave me all the honors. All honors, all the way. So, und jetzt shuffle ich die Scheiße aus dem Game raus.
Wobei, ich warte vielleicht, bis noch ein paar Gegner da sind. Und Minions vor allem wären cool. So. Jetzt quasi. Ich bin bereit. Soldat. Regel Nummer 1. Soldati. Regel Nummer 2. Abfahrt. Ja, das war jetzt nicht so geil und sterbar, aber was soll man machen? Ich habe noch einen Ignite. Oh, ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Ich bin. Oh mein Gott, so. Okay. Ja, das war. Leute, gezwungene Shuffles sind nie gute Shuffles. Schreibt euch das hinter die Backen. Aber, also, ich habe das Game. I shuffled so hard that my ID carry quadrupled the enemies. Ja. Also. Es ist okay, Leute. Es ist okay. Manchmal muss auch einfach ein bisschen bescheidener sein. 2, 3, 11. Ach, come on. Aber, 4 von seinen Kills können, also die 4 Quadras hat der, also die, den Quadra hat der ja nur gemacht, weil ich gerade engaged habe. Hätte er engaged, hätte ich diesen Quadra gemacht. Das heißt, wir können jetzt diese 7 Kills nehmen und 4 hiervon. Das heißt, wir nehmen 11 Kills. Wir stehen jetzt 13, 3, 11. Oh my fucking God, ist das gut. Also dafür musste ich mindestens ein S++ bekommen. So, wir machen jetzt ein Rabadoniens. Erstmal würde ich sagen. Wobei, wenn ich so spiele, sollte ich lieber ein Stundenglas kaufen. Immerhin habe ich nicht geintet im Early Game mit Asi. Das passiert mir nämlich sehr oft, dass ich inte und dadurch nicht mehr ins Game reinkomme. Aber ich muss so ein bisschen sagen, also ja, ich meine, meine Teammates smashen die Gegner so hart, dass es halt schwierig ist, aber... Gut, du warst Combo. Dass es schwierig ist, selber Kills hier zu machen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Asi im Vergleich zu anderen Champions, ich meine, deswegen wird der auch nicht gespielt und wird gebufft und so weiter, einfach zu fucking lange braucht, um ins Game reinzufinden. Oh, so good walling, but no vising. Leute, seid ihr... Ich werde sterben. Ich könnte auch sie, sie hat mich jetzt gesehen, das ist ein bisschen räudig. Au! Okay, dann gehen wir hier raus. Schade. Oh, lol. Jetzt mache ich Kills, Leute. Jetzt mache ich Kills. Jetzt mache ich Kills. Jetzt mache ich Kills. Ja. Ja, wir landen. Lass Baron machen, Leute. Baron, das kann ich wirklich wenigstens gut. Baron, Maiken. Okay, die gehen rein. Die sterben. Das ist gut, weil dann kann ich gleich Kills machen. Wenn mein Team jetzt stirbt. Wir machen jetzt eben Fix Baron hier zu dritt. Ich glaube übrigens, wenn man Baron macht, lieber einfach nur angreifen, nicht Q machen, weil das kostet viel zu viel Auto-Attack-Zeit und dann greifen die nicht mehr alle an, weil die so kacke stehen. Einfach nur angreifen. Das Beste, glaube ich. Okay, wenn ich jetzt so eine Q mache, dann haben die nicht... Na, dann stehen die manchmal kacke, manchmal. Und greifen nicht an, alle. Ah, und es kostet halt so 1 Sekunden oder so. Wie viel Attack-Speed habe ich denn? Ich habe 1,73. Ne, warte mal, ich habe Ardent gerade drauf. Oh, Ardent ist voll gut für mich. Ich habe 1,58. Und jetzt habe ich 1,96. Also Leute, bei 1, so viel habe ich wirklich. 1,96 ist ja, hä, das ist ja fast, hä, ich habe nur Nashors. Wieso habe ich, also das ist ja giga viel. Ich meine, okay, es gibt 75%. Okay, das ist verdammt viel, wusste ich gar nicht. 75% ist ja insane viel. Credo. Credo. Oh ja, hier. Da gehe ich. Da ist sehr icy. Abfahrt. Abfahrt. Okay, Leute. Ich habe es engaged. Und jetzt finishen wir hier. Legendario. Können wir irgendwas? Bitte. Ah. Ja, gar nicht too bad. Ja, nee, lieber nicht. Lieber nicht. Okay, ich helfe jetzt mal hier. Ich bleib hier. Ah, okay, wir. Let's go for the ends. Normalerweise bin ich immer der, der sagt, nicht, lass lieber erst ausmachen. Aber diesmal gehen wir durch hier. Hier noch ein bisschen Damage pushen. Damage pushen, Damage pushen, Damage pushen, Damage pushen, Damage pushen. Ah. Shit. Ja, das kommt davon, Leute. Das ist aber auch das Motto der Geschichte. Damage pushen lohnt sich nicht. Ja, okay, wir haben gewonnen. Ich habe very hard gecarried. Ja. Man muss nicht immer 20-0 gehen und es war okayisch. Es war not too bad, es war nice, es war toll, es war schön, es war richtig schön. Ja, würde ich so sagen. Wir können ja mal kurz gucken, wir müssen ja mindestens 4 Honors bekommen. 5 oder vielleicht sogar 6 Honors. Wir honoren, ja, Lucian hat gecarried, da muss man es auch mal, also er war schon, wobei Olaf auch big war.
Ja, plus 22 ist okay. 23, 24 wäre besser, aber das ist okay. Ein B? Also für diese Leiste hätte ich Minimum einen S-Giga Plus gegeben. Aber ist okay. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Vielen Dank fürs Reinschauen. Auf Wiedersehen und tschüss.